So, servus Leute, hi und willkommen zu einer weiteren Folge Madison mit mir, Mac Mo. Schön, dass ihr einschaltet, Leute. Yo, es geht wieder los. Ich habe mich wieder erholt. Das Spiel ist zu hart. Gott sei Dank, das ist jetzt schon wieder 2 Tage her. Mir geht's wieder gut. Ich habe gerade das Spiel gestartet und sehe diesen Brunnen. Und da frage ich mich, warum sehen wir diesen Brunnen? Ist das nicht eigenartig? Müssen wir da hin? Ich glaube, wir könnten vielleicht wieder ins Haus kommen, wenn es so ist. Also, so wirkt es jedenfalls. Vielleicht sollten wir dann zum Brunnen wieder runtergehen. Wobei der Brunnen echt schlimm war. Bin mal gespannt. Hä? Wir haben gar nicht so viel geschafft. Wir haben erst 50%. Wir waren doch letztes Mal 46%. Dann haben wir es auch erlebt und jetzt sind es nur 4%. Egal. Ach stimmt, ja, der Gang, den haben wir nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, diesen komischen Göring oder wer das war. Ach Gott. Ich weiß gar nicht. Stimmt, das war der Spann. Ich wollte was probieren. Das habe ich mir überlegt. Mal sehen, ob es klappt. Okay, wir können von der Seite nicht aufmachen. Können wir zurückgehen nochmal, wenn es nicht angeht? Ich frage mich. Ich habe 2 Ideen, die ich ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob eine davon klappt. Nö, es geht nicht. Okay. Und zwar eine der Ideen war, die Wand zu fotografieren. Den Typen zu fotografieren hat ja irgendwie nicht geklappt, obwohl ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber ich glaube schon, das hat nicht funktioniert. Briggs? Ich wollte jetzt diese Wand fotografieren, aber es tut sich nichts, oder? Moment. Die Hoffnung war, dass hier irgendwas zu sehen ist, aber es ist gar nichts zu sehen. Super. Dann war, okay, meine 2. Idee war, ständig nur rückwärts zu laufen. Man kann auch schneller rückwärts laufen, sehe ich gerade. Wird die Tür jetzt einfach zugehen? Die bleibt an. Auf, meine ich. Hä? Die Tür ist immer noch auf. Kommen wir raus? Oh, wir stehen der Tür im Weg. It's sealed off. Jetzt ist sie zu, ne? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was passiert ist. Also, ich weiß, wann er kommt. Wenn die eine Tür verschwindet, dann kommt der Göring. Dann müssen wir auf jeden Fall rückwärts laufen. Jetzt ist es, glaube ich, gar noch nicht so wichtig. Wobei, ich weiß ja nicht mal, ob es funktioniert, aber... Keine Ahnung, was hier das Ziel ist. Aber wir müssen vielleicht irgendwas machen. Ich habe bei der ersten Begegnung mit dem Kollegen... Moment, wenn ich mich wegdrehe, ist die Tür dann zu. Nee. Wahrscheinlich geht sie genau da auf, wo wir... Tippe ich mal. Das ist halt echt so shit. Also beim ersten Mal, wo wir den Göring begegnet sind, habe ich zufällig hier drauf gedrückt. In der Panik. Dann habe ich mir gedacht, als ich mir das Video nochmal angeguckt habe, vielleicht hätten wir irgendeinen Gegenstand benutzen sollen, aber welchen denn? Der einzig sinnvolle Gegenstand ist vielleicht sogar der Schädel und der ging nicht. Also es geht nicht. Moment, haben wir den schon mal ordentlich untersucht? Nö, aber es ist auch nichts Besonderes. Dann, ich frage mich, wozu wir das brauchen. Okay, probieren wir erstmal. Also das mit dem Fotografieren hat nicht geklappt. Versuchen wir mal... Ah ja. What? Genau. Jetzt rückwärts laufen. Und vielleicht... Wenn er dann doch kommt, weglaufen? Keine Ahnung. Wenn wir was hören, laufen wir weg. Hoffentlich klappt's. Okay, vielleicht sollte ich erst langsam laufen und dann schnell, wenn wir was hören. Ich hoffe, das klappt. Ich meine, was soll ich sonst machen? Die Bilder funktionieren nicht. Jetzt wird's gleich laut, Leute. Wir können weglaufen, oder was geht hier? Schnell durchmachen. Die Attic. Alter, wir sind wieder hier. Es hat geklappt. Tja, vielleicht hätte ich das gar nicht so machen müssen, aber egal, es hat geklappt. Man hätte nur weglaufen müssen.
Oh Gott, die Statue wieder. Wir sind wieder da. Vielleicht sollten wir wirklich in den Keller laufen. Stimmt, das haben wir auch noch nicht aufgekriegt. Wir bräuchten irgendeinen... Also der Hammer funktioniert ja leider nicht. Achso, ja, die hängen ja noch hier. Voll krank, wir sind wieder hier, Mann. Und wie kriegt man überhaupt diese Kuckucksuhren auf? Das müssten wir auch irgendwann aufkriegen. Okay, wir haben einen Hinweis durch das Spiel irgendwie bekommen. Oh, sie ist schon wieder weg. Mann, wie krank. Oh Mann, jetzt kann alles passieren, wenn wir da runtergehen. Das kann einfach alles passieren. Ich hasse es. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht ist es... Das Telefon klingelt. Wir gehen zum Telefon. Scheiß Statue, schnell durch. Können wir ans Telefon gehen? John? Anrufbeantworter. John? This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for. And the truth is... The truth is... I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. This perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered. Aber sie hat erst and vier now erledigt. She is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Body exchange Call me ritual? As soon as you get this message. Is that what she's after? Die Frage ist, haben... Kakerlaken. Kakerlaken. Ich habe jetzt einen anderen Gedanken gehabt, aber die Kakerlaken, die führen uns wohin? Da schaut mal her. Noch weiter. Gehen die hin, bitte? Das Bild ist jetzt unten. Nee, das war schon, das ist schon bekannt. Da gibt es nichts mehr. Oh, was ist hier los? Hä? Ja, super. Können wir nichts machen. Hä? Es gibt zwei Punkte hier. Was sollen wir denn hier machen? Hä? Da war doch was. Ein Schlüssel. Was? Basement. Keller. Doch Keller. I think there's something else under that. Doch Keller. Ja, da ist noch was. Aber wir können es nicht aufmachen. Wir sollten in den Keller. Jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Das ist nicht zufällig passiert. Okay. Eigentlich wollte ich sagen, bevor mich die Kakerlaken unterbrochen haben, Madison hat vier Leute gekillt. Und anscheinend haben wir, wenn wir uns die Notiz mal angucken, also, da haben wir schon... I don't remember drawing any of these. Dad's head. 5. Mom's arm. 6. Sister's leg. 7. Wir sind schon voll dabei. Das ist ein Körpertauschritual und anscheinend versucht Madison Hale unseren Körper zu übernehmen. Mit Hilfe des Dämons. Diese Geräusche sind so oft, dass sie mich jetzt nicht mehr so schocken, fällt mir gerade so auf. Man kennt die jetzt schon. Bin aber echt besorgt jetzt hier. Puh, wir gehen wieder runter. Die Tür war ja abgesperrt. Wir waren schon mal unten nach dem Ganzen. Gibt's hier wieder einen kleinen
Schocker. Zurzeit wohl nicht, denke ich. Okay. So scheiße dunkel hier. Okay, hier sieht man wieder was. Es sind aber keine Kakerlaken mehr da, ne? Schaut mal her. Okay. Klappt das jetzt? Es klappt! Also, das Spiel hat uns den Hinweis gegeben und dann die Kakerlaken. Wie krass. Also, diesmal haben wir überhaupt nicht lang gestruggelt. Sau cool. Das ist ja ein ganz normaler Keller. Hä? Ja gut, mich sollte hier nichts mehr verwundern. Die Tür ging einfach zu. Da. Oh no. What the hell is this place? Was soll das? Ich hab Angst. Was soll das jetzt? Alter, natürlich ist es kein normaler Keller. Was passiert hier? Scheiße, was geht denn hier ab? Hallo? Oh. Oh. Bewegt sich da was? Ich bin echt irgendwie... Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir da die Dunkelheit sollten und das Licht ausmachen, war jetzt auch keine gute Idee. Oh, was ist denn hier? The drowning in the basement. Luca. Oh nein, ich höre wieder diesen Scheiß, gell? Bist du noch? Luca. Was zum Teufel? Hallo? Was war das? Können wir ein Foto machen vielleicht? Hinter uns. Das klang so nah. Fuck. Ich hab Bock auf dieses Viech, Alter. Was zum Teufel ist das? Das Foto hat auch nichts gebracht, oder? Ich hab jetzt gar nicht geschaut. Fuck. Aber irgendwie, wir haben es im Kreis gedreht, ne? Alle diese Dinger wurden erwischt vom Licht und dann? Oder? Oder täusche ich? Es wird zu dunkel, da habe ich echt ein wenig Schiss. Da möchte ich nicht hin. Drehen wir das Ding nochmal, vielleicht passiert was. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das zu machen. Luca. Das wird deutlicher. Ja, was soll ich denn tun? Das ist... Moment, steht hier vielleicht was anderes drauf? Is in the basement, in the basement. Steht gar nichts anderes drauf. Hier, das ist eingerollt. Moment mal, probieren wir das hier. Da passiert gar nichts. Scheiße. 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 Fuck. Schwinde. Müssen wir es fotografieren? Was zum Teufel passiert hier? Das ist wieder dieses eklige Viech. Das ist Madison Hale, glaube ich. Was ist denn jetzt? Was passiert denn hier? Was müssen wir tun? Zum Weg. Das war wieder das Viech. Können wir was sehen? Nee. Ich habe schnell drauf gedrückt, aber es ist nicht zu sehen. Das ist doch scheiße hier. So ist Kacke hier. Also das, wir können damit Licht machen. Ich weiß nicht, vielleicht spielt die Rotation auch eine Rolle. Oder vielleicht ist das alles Schwachsinn, was ich hier denke. Ich kann nicht mehr, warum? Es ist schon wieder so schlimm. Es ist schon wieder so schlimm. Was müssen wir tun? Ich habe so Schiss, in die Dunkelheit rauszugehen. Ich möchte das nicht. Ey, warum ist das Spiel so schlimm? Scheiße. Ist das jetzt gut?
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe das Gefühl, ich mache es komplett falsch, aber ich weiß auch nicht, was richtig ist. Das Viech kommt immer hier. Vielleicht sollten wir das Licht dahin streuen. Können wir das Licht ausmachen? Oh Gott. Oh, es hat sich geändert. Das war die Lösung. Oder besser gesagt, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Oh, was? Fuck it. Nicht gut. Machen wir das Licht wieder aus. Hör, wir wandeln durch Räume. Wenn wir das ausmachen. Die Räume ändern sich. Jetzt ist ganz nah gekommen. Hör, da ist eine Brechstange. Da ist eine Brechstange. Die brauchen wir. Oh Gott, das war schon richtig. Obwohl es echt krank war. Was jetzt? Mann, das ist so mies, ey. Das Viech ist gleich bei uns irgendwo. Wie kommen wir hier wieder raus? Drücken wir nochmal drauf. Oh nein. Oh Mann. Hä? Ja. Scheiße. Foto machen vielleicht. Scheiße. Das war die Scheißstatue. Geh mir weg mit dem Bild. Okay, wir können die wegschießen oder so. Shit. Wir schießen die alle weg. Alter, was ist das? Ich schieß dich weg, Alter. Wieso brauchst du so lange, um das scheiß Ding rauszuholen? Wow. Da war sie wieder. Man sieht wahrscheinlich gar nichts, ne? Ja, es ist wieder... Was soll das? Was geht denn? Ja, und jetzt? Was? Ich mach noch ein Foto. Ja, sie verbrennen alle. Die schauen alle verbrannt aus. Oh Gott. Also, boah, das war jetzt... Ja, genau. Kommt jetzt wieder dieser Jumpscare. Wo ist das Licht? Ich höre was. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut, ne? Ja, genau, du musst jetzt hier auftauchen, ey. Moment, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Ich gehe jetzt da. Wir gehen auf den Dachboden. Ich will wissen, ob das da oben mit Brechstange aufgeht. Okay, gehen wir. Fucking shit. Boah, dieses Zeug, ne, das ist so schlimm, ne, das haut so rein. Ich war echt entspannt bis gerade eben und jetzt geht wieder gar nichts mehr. Das müsste doch mit einer Brechstange gehen. Er macht's. Okay, cool, das gefällt mir. Okay, was ist hier? If you find this, do not listen. Oh. Das hört sich böse an. Das hört sich wirklich böse an. Aber natürlich werden wir es tun, oder? Jetzt macht mich das Quietschgeräusch wieder nervös. Also es hängt wirklich von deiner eigenen Stimmung ab, nicht wahr? Fuck. Oh, das war der Ventilator. Okay. Doch bevor wir die Kassette anhören, schauen wir mal, ob wir dieses Brett da hinten noch entfernen können, wo die Kakerlaken... Da läuft auch eine Kakerlake. Ah, in die Richtung ist eine gelaufen. Da. Hier ist eine. Wo läuft die jetzt hin?
bleibt stehen, so wie ich. Okay, wir gehen weiter. Da ist wieder eine. Komischerweise laufen die jetzt nicht hier rein. Das war wirklich vorhin, um den Spieler zu zeigen, hier lang. Witzig, dass ich es genau gesehen habe. Okay. Das müsste auch mit der Brechstange aufgehen. Okay. Was ist das? Is this the ring she mentioned in her diary? Elizabeth and Albert Maxwell. Das sind also ihre Eltern, ne? Das sind die God. My eyes. My eyes burn. Oh nee. Der hat einen üblen Kratzer auf dem Handrücken noch. I need to get out of this fucking house. Ja, das wäre echt mal gut, ne? Warum machst du hier nicht das Fenster auf und steigst raus? Hm? Wenn du hier raus willst, wäre das doch der einfachste Weg. Hier, schau mal, es sind Fenster, nicht wahr? Fenster kann man aufmachen. Was ist das? Wie habe ich denn das zu verstehen? Das ist ein Stuhl. Der Stuhl und das sieht aus wie ein Auge. Moment, der Stuhl am Anfang. Müssen wir da hin? Aber jetzt mal, ich habe blöden Scherz gemacht, aber was ist das Problem, hier einfach nur das scheiß Fenster aufzumachen? Du Vollidiot, du kannst doch einschlagen und rauszugehen. Nein, ich muss durch die Vordertür raus. What? Ah, hören wir uns die Kassette an? Ist das eine gute Idee? I don't think so. Aber was haben wir jetzt schon noch zu verlieren? Ich will jetzt auch wissen, was auf der Kassette drauf ist. Scheiße, ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Nicht anhören. Anhören, nicht anhören. Ich meine, mehr Sterben passiert wohl nicht, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Du hättest nicht hören sollen. Wer ist das? I'll end up losing my mind. Oma? Oma? I cannot trust anyone. Not even Albert. Wir hören auch, wenn wir da lang gehen. Ich geh mal da lang. If you are listening to this, Blue Knees is real. Blue Knees? I know Blue I'm knees? Not sick. And I know I don't have much time left. The fucking thing. I can feel it breathing right behind me, singing that fucking song over and over and over and over and over in my head. Oh, Blue Knees is behind and will find what he's been looking for. For so long, all alone, where he belongs. Oh, Blue Knees is behind and will find what he has been looking for. Oh, the kitchen where he's written this song. Just for you. What the shit, Mann. Außerdem habt ihr gerade gemerkt, wie die Tür nochmal aufgegangen ist. Ich habe mich jetzt absichtlich ins Eck gestellt. Du hast ja keine Möglichkeit, dich sicher zu fühlen. Ich habe mich an die Wand gestellt. Die wird aber gleich wieder aufgehen, wahrscheinlich. Sie blieb zu. Die Folge ist schon wieder so heftig. Das ganze Spiel ist so heftig, Mann. Das nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht wofür. Aber was wir vielleicht nicht mehr brauchen. Ja, den Schädel vielleicht schon noch. Die Stange können wir noch holen, falls wir sie brauchen. Ja, das tue ich auch weg. Ich glaube nicht, dass man es wirklich braucht. Aber den Ring und den Schädel? Ganz komisch. Wozu haben wir denn die Schaufel am Anfang?
bekommen? Die war ja so unnütz, mit der ging ja gar nichts. Da stehen Statuen. Okay, wir sollen dahin. Wir sind wieder am Anfang. Oh shit. Where did these come from? Gute Frage, hier kannst du dich ja hängen. Alter, was geht denn? Hier ist ein Schlüssel. Oh, Moment. Das ist der nächste Dreieckige. Damit können wir dann da hinten ein Buch. Und es sieht ziemlich böse aus. Ja, es sieht eigentlich nur okkult aus. Body Exchange Ritual. Body Exchange Ritual? Da ist es, ja. I need to put an end to this. Fuck, schaut euch das an, deswegen 7 Körperteile und ein sentimentaler Gegenstand, das ist dieser Ring, ein Verlobungsring ihrer Eltern. Der Schädel. Und wir haben ihn ja. Wir tun doch alles, was der Dämon will. Und Asche. Oh mein Gott. Können hier die einzelnen Bestandteile reintun wahrscheinlich. Willst du mich veräppeln? Wir sollen das Ritual durchführen? Ah, nee, oder? Momentchen, wir haben einen zweiten Schlüssel. Das könnte bedeuten... Wozu ist das hier überhaupt noch offen? Hier kann man gar nichts mehr machen. Mach was zu. Aber wir können doch hier jetzt öffnen. Moment. Hey, hallo? Die Tür hat mich vom Anfang an interessiert und jetzt gehen wir da rein. Ich dachte zunächst, das wäre der Ausgang. What the shit? Was ist hier los? This is from Grandma's Diary. Lesen wir mal. 15. Juni. Ah, Moment, das ist ja das Tagebuch. Ich glaube, es ging nur weiter. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel ist, wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Es sind knarzende Geräusche überall im Haus. Und das Haus. Ich weiß, dass meine Sehkraft immer mehr nachlässt, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verirrt. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. Blue Knees, hä? Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht uns beschützt. Kerzen? Deswegen sind hier so viele Kerzen. Die Tür ging einfach zu. Verdammt normal! Das macht mich kirre. Was geht denn hier ab? Da sind lauter Nägel drin. There must be something useful. Ja, hier ist ein Bolzenschneider. Der sieht Sinn. Oh mein Gott, damit kann man gut Leichenteile trennen. Aber schaut euch das an, das brauchen wir, denke ich. Ich weiß nicht... Oh, hier können wir auch Sachen einstellen. Ja, ja nur wie halt, ne? Und für was? Ja, keine Ahnung. Ja, wo soll ich das jetzt wissen? Keine Ahnung. Sollen wir das jetzt einfach ausprobieren? Ja. Irgendwo einen Hinweis brauchen wir schon. Wenn ich alles auf... Ach, das... Moment. Okay, Moment. Okay, das ist auch falsch. Aus, an... Aus, aus, nee. Aus, an, an. Oh, das letzte war falsch. Aus, an, aus, aus, na. Schön abwechselnd. Aus, an. Nee, aus dann wieder. Also alles abwechselnd. Bin zu blöd. Das hat gestimmt. Ich meine, mein Gott. Wenn es nicht stimmt, dann setzt du dich sofort zurück. Also kommst du ja natürlich irgendwann auf die Lösung.
Moment, probieren wir es hier das gleiche? Nee, also aus. Also aus, aus. An, aus, aus, aus. An, aus, 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 aus. An, an. Aus, 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 aus. An, aus. Moment. Können wir nicht. Irgendwas kann man da rein tun. Aber ich glaube nicht, dass das was Cooles ist. Scheiße, aber wir haben einen Bolzenschneider. Ich weiß jetzt noch gar nicht, für was wir den benutzen sollen. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte, uns erwartet doch irgendwas. Es wird immer unheimlicher und ich habe das Gefühl, dass es überhaupt nicht so läuft, wie es laufen sollte. So sollten wir den Bolzenschneider benutzen können. Shit, ich weiß nicht, ob wir noch heute dazu kommen, das rauszufinden. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir die Kuckucksuhren öffnen können. Okay, die Tür blieb dann auch zu. Wir haben uns leider den Scheiß angehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Sie hat irgendwas gesungen von der Küche. Ich weiß nicht, ob wir in die Küche laufen sind. Schließt sich automatisch, sowas nervt mich. Aber wo könnte es denn überhaupt noch weitergehen? Oh mein Gott. Was können wir denn hier überhaupt tun? Okay, es gibt noch ein paar Türen, fällt mir gerade auf. Es gibt eine Tür da vorne bei den Uhren. Es gibt die Kuckucksuhren und das Uhrzimmer. Und außerdem das Zimmer von Dad. Da kommen wir auch nicht rein. Das war auch abgesperrt, aber vielleicht ist es auch einfach offen. Was soll das? Blue Knees wahrscheinlich. Wollen wir wetten, das ist Blue Knees? Oh, wir können mit dem Bolzenschneider vielleicht hier aufmachen. Ja, wir können. Do not use. Ne? Ist eigentlich eindeutig. Genauso wie hörte das nicht an. Halt. Und was tun wir? Genau das Gegenteil. Und jetzt? Was soll das? Ein Gewicht. Nicht gut. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Alfred. I'm done with your bullshit. Alfred, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pill. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing Enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Alfred! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here! Wait a minute, this is way too much. You're paranoid. Wir hören jetzt Gespräche aus der Vergangenheit. Go back to bed. Before we wake up Johnny, come on. Wir müssen ins Zimmer von seinem Vater. Scheiß Kakerlake. Oder das Uhrenzimmer, nicht wahr?
Wie unheimlich, Mann. Wie unheimlich du bist. Fuck. Also wir haben ein paar Hinweise gegen das Uhrenzimmer. Aber wer weiß, ob wir hier reinkommen. Nee, wir brauchen einen Schlüssel, den wir nicht haben. Shit. Okay, meine Idee ist jetzt noch dahinter zu laufen. Scheiße, ich bin so fertig, ne? Das ist so schlimm hier, ne? Die Folge ist aber auch gleich rum. Schaffen das. Ging diese Tür nicht einfach mal auf, völlig verrückt? Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ob das schlau war, weiß ich nicht, aber... Ich bewaffne mich mit der... Kamera. Ich fühle mich irgendwie sicherer mit der Kamera. Auch noch abgeschlossen. Vielleicht müssten wir den Safe öffnen, aber ich habe keine Ahnung von der Kombination. Gehen wir nochmal. Ich meine, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Jetzt erstmal. Der Projektor hat aufgehört, nachdem wir das Ding gefunden haben. Das ist so unheimlich. Da hatte ich so Schiss, ne? Da hinten sind die Safes, aber ich weiß nur eine Sache, und zwar die eine Kombination, und ich weiß auch nicht, für welchen Safe genau, weil hier gibt es zwei, komischerweise. Ne? 5 nach links. If you need the combination, you know where to find it. Ach ja? Wo denn, Witzbold? Wo gibt's die zu finden? Wo ist die Kombination? Also auf der Toilette haben wir nur noch eins, das war 5 oder 6 nach links, das war das letzte. Was ist das erste? Was ist das zweite? Gehört das hier überhaupt dazu? Ich habe doch keine Ahnung. Das ist ich. Das ist ich. Hier, zeig. Aber geht immer noch 5. Vielleicht ist es gar nicht so schwer. Okay. 1, 2, 3. 1. 1. Ach, das funktioniert nicht. Er geht auch immer um 5. Die Frage ist, will der, dass ich 5-mal drücke? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Oder? Ich kapier's nicht. Könnte ich ewig rumrätseln. Ich weiß jetzt leider nicht, wo es weitergeht. Wir gucken jetzt mal durch alle Räumlichkeiten und gucken unser Inventar an. Vielleicht kommen wir auf eine Idee. Ich guck mal. Hier ist nichts. Nur unheimliche Musik. Ich hätte halt gedacht, dass wir hier durchkommen können. Irgendwie. Oder dass es sich vielleicht öffnet. Das ist bestimmt wichtig. Dann gehen wir nochmal ins Schlafzimmer. Das war ja auch ein Gespräch zwischen dem Paar. Ah, mit der Kamera in der Hand können wir auch schneller laufen, wenn wir gedrückt halten. Okay, gut zu wissen. Das ist jetzt abgeschlossen, ist, ne? Ja, was ist das? Moment, das kennen wir schon, soweit ich weiß. 9? Ist das ein Hinweis auf den Code vielleicht? 9, 10 hat der andere ja auch geschrieben, you know where to find it, ne? Oh, wie übel, ey. Gehen wir ins Schlafzimmer, ich weiß nicht. Ist aber nichts. Hier sind Medikamente. Was denn jetzt? Was müssen wir tun? Hier schon mal reingeguckt? Wahrscheinlich, ne? Oh, hier ist sogar was. Ach, das ist dieses Augending. Die Augenuntersuchung. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Ja.
Ja, ja, das kennen wir schon. Ah, nichts Neues hier. Shit. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es weitergeht. Okay, wir haben hier einen Schlüssel rausgeholt. Wir haben den Ring rausgeholt. Ich glaube, wir müssen dieses scheiß Ritual machen. Ich glaube, wir müssen es machen, auch wenn wir nicht wollen. Aber wir müssen, damit es hier weitergeht. Und bedeutet eine Sache. Wir müssen den Schädel in die Schalen legen. Wir müssen den Ring da reinlegen. Wir müssen irgendwie eine Asche reinlegen und Körperteile. Oh mein Gott. Das ist echt krank. Dass wir es halt tun. Und warum? Damit wir hier aus dem Haus kommen. Aber wir kommen nie raus. Das ist Psycho-Shit, Alter. Das ist Psycho-Shit. Legen wir mal was rein. Nee. Den Schädel. Das war also richtig. Sonst hätte es auch nicht geklappt. Nicht wahr? Wir müssen das Ritual beenden. Wie bescheuert ist das, Alter? Also, pff. Ja, das Ding muss rein. Jetzt brauchen wir Asche von Verstorbenen. Ne? Und Körperteile. Und dann läuft's. Und wann kriegen wir den Code für da hinten? Keine Ahnung. Vielleicht hat sich jetzt schon irgendwas deswegen getan. Für irgendwas ist der Bolzen schon adäquat. Moment. Nö. Was ist das überhaupt? Der Betonblock. Wofür könnten wir den gebrauchen? Wo könnte man den da aufholen? Der könnte ja etwas beschweren oder irgendwas festhalten. Für was? Für was? Mensch, Opi. Du hast Mist gebaut. Gewaltigen Mist. Ja gut, Körperteile. Und wir haben die Säge auch schon angemacht, die Körperteile in hassgerechte Stücke schnibbeln kann. Die hat irgendwie was von Küche gequasselt. Schauen wir doch mal hier rein. Stimmt, Moment. Hier gab's ein... Jetzt fällt's mir ein. Hier gab's doch diese Tür, die wir nicht aufkriegen konnten. Mit dem Bolzenschneider. Kommen wir rein. Hier geht's weiter, also. Oh, ist nur ein Sammelobjekt. Shit. Super, nur für das Sammelobjekt. Ich dachte, ich hätte wieder irgendwas. Fuck. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Gab's nicht noch irgendwo was, wo wir nicht hinkamen? Hier überall kommen wir hin. Gibt's auch nichts. Wie zum Teufel gehen die Kuckucksuhren auf? Sieht so aus, als könnte man echt was reinlegen hier. Münzen oder sowas, aber... Ne. Okay, leider war das nur ein Sammelobjekt. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich gucke noch einmal schnell durch, ob mir noch irgendwas einfällt. Bezweifle es aber. Der Betonblock, für was ist der gut? Für was könnte der gut sein? Muss ich mir doch in den Kopf gehen lassen. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen für diese Folge. Keller? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Will ich mir auch nicht vorstellen. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Ich gucke mein Inventar nochmal durch, ob ich auf eine Idee komme, aber die werde ich jetzt nicht mehr umsetzen, weil wir machen jetzt mal Schluss. Boah, das Spiel. Also hat er heute schon wieder ein paar Momente, ne? Die echt schon wieder heftig waren, ey. Also wir haben das hier noch drin. Keine Ahnung, wozu wir das brauchen. Oh, Moment, die Kiste. Moment. Ich tippe mal, hier sind Körperteile drin. Und wir haben...
Moment, wir können das Ritual sogar beenden, aber das machen wir nicht jetzt. Weil wir haben doch... Moment, in der einen Kiste sind, glaube ich, Körperteile drin. Oder hier. Wir müssen die zwei Kisten mitnehmen. Ich glaube, wir können das Ritual beenden. Was echt schlimm wäre. Aber es geht. Puh, das wird ja schlimm. Das machen wir aber nächste Folge, Leute. Es reicht für heute.